was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Empire. Da ja gestern Halloween gewesen ist, meine Freunde, dachte ich mir, fasse ich einfach mal ganz kurz unser kleinen Halloween-Special-Stream zusammen. Ich habe jetzt natürlich nur die wichtigsten Ausschnitte gewählt, meine Freunde. Wenn ihr das Ganze also sehen wollt, schaut auf jeden Fall unten auf dem Link vorbei, denn da gibt es den kompletten Stream nochmal zum Nachschauen. Ich kann euch nur sagen, es hat sich echt gelohnt. Mazzy und Earlybar haben sich echt eine Menge Mühe für diesen Stream gegeben, eine Menge coole Sachen sich einfallen lassen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz kurz an mit dieser kleinen Zusammenfassung. Generell habe ich am Anfang ein wenig Stimmung gemacht, meine Freunde, ein bisschen Storytelling gemacht und einfach mal erzählt, was am 31.10. auf Empire immer so passiert, beziehungsweise welcher genaue Jahrestag das ist. Und ich würde sagen, ihr könnt euch das hier einfach mal anschauen. Bitteschön. Leute, es ist Halloween. Und an Halloween passieren Dinge. Gruselige Dinge. Dinge, die sich niemand ausmalen kann. Dinge, die euch alle in Angst und Schrecken versetzen. Was heute bei Empire geschehen wird, wird euch allen das Schrecken und Schauern lehren. Denn heute mit ist der Jahrestag von einer ganz bestimmten Person, die heute zurück auf unsere Erde kehren wird. Eine Person, dessen Taten, dessen Handeln und dessen Geschichten weit über seine Lebenszeit hinaus bekannt sind. Eine Person, die vielleicht just im Moment bereits hinter euch steht. Ja, ihr habt gesehen, meine Freunde, die Zusammenhänge sind auf jeden Fall erschlüssig gewesen. Es hat alles etwas mit Massenmörder Maverick zu tun. Zu dem kommen wir später noch, denn erstmal kam Early Boy völlig entsetzt in mein Haus gelaufen und hat mir dann etwas erzählt. Und ich würde sagen, das könnt ihr hier einfach mal ansehen. Wer ist es wohl? Hallo? Early Boy. Revi. Early, wo bist du? Du bist zu Hause. Ich bin hier. Wo bist du? Ich hab gesehen, du bist auf dem Dach, kann das sein? Ja, ich bin auf dem Dach, Early Boy. Komm, einen Moment. Early Boy, du weißt, was heute für eine Nacht ist, oder? Nein, nicht wirklich. Heute ist die Nacht der Blutdämonen. Heute ist Halloween, Early Boy, verdammt nochmal. Ach, stimmt, da war ja was. Da war ja was, richtig. Ja, ja, und du machst dir keine Sorgen, Early Boy, dass vielleicht gerade an Halloween jemand zurückkehren könnte? Von wem sprichst du? Von wem sprechen wir wohl, Early Boy? Gott, mir läuft dir schon kalt den Rücken herunter. Early Boy, wer ist grausam und schlachtet gern? Weiß ich nicht. Meinst du den Taugenichts Maverick, der den nichts drauf hat? Den Taugenichts Maverick? Wenn du meinst, Early Boy, wenn du meinst. Ich glaube nicht, dass er mächtig ist. Ich glaube, das ist alles nur Gefasel. Hast du ihn jemals gesehen, Early Boy? Standst du ihm jemals gegenüber? Hast du gesehen, zu was er imstande ist? Was er alles kann? Hä? Jetzt noch nicht. Ich habe aber gesehen, zu was Jonas scheinbar imstande ist. Nun gut, Early Boy. Was machen wir? Ich muss dir was zeigen. Das ist nämlich etwas schiefgelaufen. Es ist etwas schiefgelaufen. Ja, Early Boy. Was Großes schiefgelaufen. Ich weiß noch nicht, ob du das bemerkt hast. Du kommst nicht auf die Idee, vielleicht vorher mich darüber zu informieren als Bürgermeister. Ihr habt es gerade gesehen, Leute, Early Boy war komplett aufgelöst, war super, super nervös und hat rumgeheult und pipapo. Und ich bin dann Early Boy hinterher, weil er mir was ganz Wichtiges wohl zeigen wollte. Und was ich dann gesehen habe, meine Freunde, hat mir einfach den Atem verschlagen. Und ich würde sagen, schaut euch das mal bitte an. Schau es dir einfach selbst an. Okay. Weiß ja nicht, aber vielleicht erinnerst du dich daran, dass da vorne an der Stelle mal mein Haus stand. Early Boy? Ja. Was zum Teufel ist hier passiert? Ja, komm mit. Wo ist dein Haus? Es kommt noch besser, komm mit. Ich stehe hier gerade an der anderen Seite des Kratzers. Was zum Teufel, Early Boy? Das sieht aus, als hätte sich die Hölle bei dir aufgetan. Was zum Teufel? Ja, pass auf, wo bist du denn? Hier drüben, ich komme zu dir. Wo ist denn hier drüben? Hier, komm mal mit. Wird noch besser.
Jonas hat, glaube ich, ein wenig Mist gebaut. Ja, ultra, ultra krass. Habt ihr das gesehen? Sein komplettes Haus ist zerstört. Ein riesiger Krater klafft nun in der Stadt. Early Boys gesamte mit Masitrix neu gebaute Stadt ist komplett zerstört worden. Also alles, was sie sich aufgebaut haben, wurde von irgendeinem ominösen Menschen komplett auseinander. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr alle schon wisst, wer dahinter steckt, meine Freunde. Early Boy fing dann irgendwann an, aus einer Schriftrolle vorzulesen und hat dann irgendwas vor sich hergefasert. Und was dann passierte, Leute, das war tatsächlich nicht so schön. Ich würde sagen, schaut euch das einfach mal an. Was zum Teufel? Early Boy? Was sprichst du da? Early Boy, alles gut oder? Ja. Muss ich mir sorgen? Hä? Early Boy! Was zum... Early Boy! Was hast du getan, Early Boy? Early Boy? Wo sind wir? Ich finde das absolut nicht lustig, Early Boy. Du weißt ganz genau, was für eine Nacht das ist. Wo sind wir? Ich habe keine Ahnung. Early Boy. Early Boy, was ist das hier? Was? Early Boy, was ist das hier? Nun, Early Boy, der Trottel. Er hat anscheinend eine Schriftrolle von Jonas, die Zauber. Early Boy, Early Boy, Early Boy, Early Boy. Schriftrolle verwechselt. Was zum... Denkst du, seine Eltern waren fein? Seine Eltern waren nett? Early Boy. Beantworte mir die Frage! Nein, so wie du dich hier aufführst, wahrscheinlich nicht. Nein, sie waren es nicht ganz richtig. Sie haben Dinge getan, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Hast du schon mal 3 Minuten unter Wasser versucht zu kämpfen um dein Leben? Bis jetzt noch nein. Mein Vater hat diese Spiele mit mir gespielt. Early Boy, hier hängen Leichen am Baum. Ja, keine gute Idee. Das ist Early Boy, sollen wir nicht einfach hier zurückgehen? Sollen wir nicht einfach zurückgehen? Noch haben wir ja, die aber Chance. Aber wohin zurückgehen? Wir wissen nicht, wo wir sind. Ihr aber sterbt. Spielt nicht nach meinen Regeln. Ziemlich deutlich. Ihr sterbt. Sterben will ich nicht unbedingt. Ich auch nicht. Keine Magie. Alles ist kaputt. Versucht es doch. Es geht nicht. Der starb, Early Boy. Ihr habt gesehen, Leute, wir wurden teleportiert und plötzlich standen wir in einem riesigen Höllendungeon, was von Maverick persönlich erbaut worden ist, in seinen seltsamen Albtraumdimensionen, die er extra erschaffen hat, nur um uns zu foltern, nur um uns letztendlich ein schlechtes Gefühl zu vermitteln. Und Maverick hat uns dann eine Art Prüfungen gestellt und ich würde sagen, schaut euch einfach mal ganz kurz an, was dieser Geisteskranke sich überlegt hat. Bitteschön. Was ist das denn? Early Boy! Early Boy! Das sind Kürbisgespenster, das ist was zum Teufel? Early Boy, das gefällt mir ganz und gar nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht hier. Tretet ein. Ganz bescheiden ist mein Heim. Early Boy, wieso gehen wir vor? Wir könnten einfach zurück. Wir könnten einfach zurück, oder? Ja, wohin denn zurück? Weißt du den Weg zurück? Nein, aber du hast uns hier hingebracht. Du wirst doch irgendwo wissen, wie wir... Early Boy, das gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Da ist schon wieder einer dieser Kürbisgeister. Nein, nicht tötet, kommt ihr nicht. Hau drauf, Early Boy! Was zum... Was? Oh Gott. Tut mir leid. Oh mein Gott. Was zum... Ein bisschen Angst muss sein, oder? Early Boy. Säule. Oh, ein kleines... Oh Gott. Early Boy, das gefällt mir ganz und gar nicht. Early Boy. Ich liebe es. Das erfreut mich so. Das macht mich so glücklich. Baby, warte auf mich. Wo bist du denn? Ich bin direkt bei dir. Ich sage nur, es gibt Sackgasse. Knöpfe sind wichtig. Oh mein Gott! Early Boy! Ja. Das gefällt mir wirklich ganz und nicht! Ich hab gesehen, Leute, wir mussten durch dieses Todeslabyrinth laufen. Wir haben gegen seltsame Kreaturen aus der Hölle persönlich gekämpft. Mavericks Macht scheint größer als denn je zuvor. Und er ist immer, immer stärker und beweist immer, immer wieder, wie seine Macht doch heranwächst. Und was dann am Ende geschehen ist, Leute, hat mich komplett auseinandergenommen, hat mir wirklich komplett die Sprache verschlagen. Ich würde sagen, schaut euch einfach mal an, was Early Boy und Maverick dann am Ende gemeinsam getan haben. Hör auf! Jonas hatte nie etwas damit zu tun. Ich möchte das jetzt nicht tun müssen, okay? Ich möchte das jetzt nicht tun müssen. Was möchtest du nicht tun müssen? Ich weiß ganz genau, wo du... Early Boy, hör mir zu, es ist der 31. und wir sind alle ein wenig verwirrt wegen der Anwesenheit von Maverick. Ich bin nicht verwirrt, ich bin bei klarem Verstand. Early Boy, wieso hast du mich hier hingelockt? Bei klarem Verstand. Tobi! Tobi! Tobi ist nicht hier. Early Boy, du kannst das verhindern. Bitte, Early Boy. Lass davon ab, Early Boy. Verhindern? Ich bin hierfür verantwortlich. Early Boy, du weißt ganz genau,
was passieren wird, oder? Ich bin dir deutlich überlegen, Oliver, mit meinen Waffen. Hast du nicht. Ich glaube, du bist dir nicht bewusst, zu was Maverick fähig ist. Early Boy! Siehst du das? Early Boy! Schau mal, er fällt um und er taucht immer wieder auf. Early Boy! Kontrolle kann niemand stören. Early Boy, hör auf damit! Wir kehren jetzt. Early Boy, wir kehren jetzt in die Stadt zurück und alles ist gut, okay? Es gibt keinen Rückweg in die Stadt. Early Boy! Komm mir nicht zu nah! Töte ihn! Early Boy, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht! Du wirst es bereuen! Tu diesen Totenschädel weg, Early Boy! Ah! Early Boy! Early Boy, ich schlachte dich nieder, verdammt nochmal! Überleg mal, wir kämpfen für die gleichen Mächte. Wir kämpfen für das gleiche Ziel. Ich werde niemals auf der Seite von ihm kämpfen. Das Ziel von Maverick ist es, die Mafia auszuschalten. Und genau das gleiche möchtest du doch auch. Hey, lieber, hör auf, deine Schergen auf, wie zu hetzen und kämpf wie ein Mann, verdammt nochmal! Kannst dich so oft. Und da bist du töten, Geschichte, du da bist du Geschichte, Early Boy. Du hast keine Chance gegen mich. Meine Waffen sind ja deinen deutlich überlegen, Early Boy! Sind sie nicht. Nun, Revi? Ich hör auf, gebe dir eine einzige Chance zu gewinnen. Verstanden? Okay. Eine einzige. Nutze sie, mein Lieber. Versuche zu überleben. Und versuche deine Freunde zu informieren. Early Boy. Du musst das nicht tun, Early Boy, bitte. Du musst das nicht. Ich habe erkannt, wie du mich zerstörst. Wäre Meinung. Renn nicht. Was zum... Unsere Stadt, sie ist zerstört. Ihr habt gesehen, Leute, ich musste gegen Early Boy antreten. Early Boy hat sich scheinbar auf die Seite von Maverick bekannt. Ich weiß nicht, ob es jetzt gestern nur der Fluch vom 31.10. gewesen ist, sprich von Halloween, oder ob Early Boy nun auf Mavericks Seite steht. Was ich allerdings weiß, ist, dass Early Boys komplettes Haus, so wie der hintere Teil der Stadt, komplett zerstört sind, meine Freunde. Und dass ich auf jeden Fall nebst dem Problem mit der Mafia, um welches ich mich morgen direkt kümmern werde, auch noch das große Problem haben, dass Maverick mächtiger ist als je und auf jeden Fall jetzt unter uns wieder weit und zurück bei Empire ist. Leute, was soll ich sagen? Wir müssen auf jeden Fall jetzt schnellstmöglich daran arbeiten, dass wir die Mafia festnehmen und dass wir uns dann direkt über Maverick kümmern. Ich weiß gar nicht genau, was ich zuerst machen soll. Jedenfalls ist es ganz wichtig, dass wir diese beiden Probleme direkt angehen, Leute. Ich würde sagen, das war's von diesem wunderschönen Livestream zusammenfassen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Schaut definitiv bei Early Boy und Masitrix vorbei. Die haben sich echt eine Menge Mühe dafür gegeben. Und wenn ihr den ganzen Stream nochmal sehen wollt, guckt auf jeden Fall unten gerne in der Videobeschreibung auf dem Link vorbei. Leute, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes Halloween und wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge von Minecraft Empire wieder. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.